Es ist Dienstagabend. Herzlich willkommen bei Ron. Welche Sendung? Ist klar, welche Themen? Jakob, das sagst du uns jetzt. Viel hat es erstmal mit dem hier zu tun. Eine handelsübliche Maske, an die wir uns so gewöhnt haben. Bald ändert sich viel und Ministerpräsident Kretschmann, der spart nicht mit Kritik mit der Bundesregierung. Außerdem haben wir tolle Nachrichten aus der Region, aus unserer Region. Denn eine Stadt wird ein neuer Ausrichter der Landesgartenschau. Und wir schauen auf die Adler. Da ist ja ein bisschen Chaos dran. Wir ordnen und haben einen tollen, ja, wenn nicht den wichtigsten Gesprächspartner, Herrn Hopp, dazu. Also, legen wir los. Volles Programm. Olli, bitte. Jakob hat es eben schon gezeigt, die Maske. Ja, es wird sich einiges ändern für die Bürger in der Metropolregion Rhein-Neckar ab dem Wochenende. Denn die rheinland-pfälzische Landesregierung beispielsweise, die hat mitgeteilt, dass dann ab dem 2. April die meisten Corona-Maßnahmen fallen werden. Also das bedeutet, dass es die Maskenpflicht dann nur noch in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und im öffentlichen Personennahverkehr geben wird. Aber eine Corona-Hotspot-Regelung wird es erstmal nicht geben. Und auch die baden-württembergische Regierung hat sich dazu heute nun geäußert. Da laufen auch nahezu alle Maßnahmen aus. Die Koalition aus Grünen und CDU, die wird auch nicht das vorgesehene Hotspot-Gesetz bzw. die Regeln anwenden, so die Regierung. Hintergrund sei nämlich, dass das Kabinett bezweifle, dass die Regeln vor Gericht standhalten würden. Das bedeutet, dass von Sonntag an auch hier in Innenräumen keine Masken mehr getragen werden müssen und die Zugangsregeln wegfallen. Also waren wir die Hände gebunden und wir mussten im Bundesrat dem Gesetz zustimmen, obwohl wir es für absolut unzureichend gehalten haben, sonst wäre gar nichts da gewesen. Das ist jetzt auch keine liebenswürdige Methode, muss ich schon sagen. Also insofern will ich nochmal sagen, ich rede mich hier mit nichts raus. Die Sachen sind frühzeitig von mir angemahnt worden. Das kann man in dem Protokoll nachlesen. Der Bund hat es nicht gemacht. Die Gründe sind mir bis heute unerfindlich. Gibt doch gar keinen Grund dafür, jedenfalls keinen rationalen. Die lange Bund-Länder-Zusammenarbeit auf einmal dermaßen drastisch aufzukündigen und jetzt rennt man den Problemen, die man selber geschaffen hat, mit Appellen hinterher. Keine gute Politik. Ganz anderes Thema, aber da hatte auch die Politik entschieden, zur Freude der meisten sicherlich in Neustadt an der Weinstraße, denn die Landesgartenschau 2027, die wird dort stattfinden dürfen. Das haben heute die Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt entschieden. Und so groß die Freude in Neustadt, sicherlich so groß die Enttäuschung bei den anderen Bewerbern. Larissa Thomé berichtet. Bunt, blumig, aber vor allem begeisternd. Die Landesgartenschau zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Doch nicht nur das hätte sich die Stadt Speyer auch für das Jahr 2027 gewünscht. Die Bewerbung um die Landesgartenschau ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir der Auffassung sind, dass wir so die Stadtentwicklungsprozesse sehr nachhaltig und auch sehr bürgernah umsetzen können. So hätte hier die Rheinpromenade neu gestaltet werden sollen. Außerdem waren unter anderem ein Ausbau der Fuß- und Radwege sowie große Sport- und Liegewiesen geplant. Ein Konzept, das letztendlich nicht ausreichend überzeugt hat, aber durchaus als Fahrplan für die Zukunft dienen könnte. Denn neben Speyer bewarben sich auch 5 weitere Städte. Das Rennen für die Landesgartenschau 2027 machte am Ende Neustadt an der Weinstraße. Wir sind hier an der Weinstraße einfach der Mittelpunkt. Das ist eine riesengroße Tourismusregion und wird uns noch mal zu mehr Bekanntheit verhelfen. Mit dem Konzept Sprung ins Grüne überzeugten sie. Dabei soll die Altstadt mit der Natur im Osten durch Grünzüge verknüpft werden. Ein Mitglied aus dem Bewerbungsbeirat hat hier bei der Bereisung gesagt, das, was ihr hier macht, ist die Idee des Englischen Gartens in München auf Neustadt übertragen. Ihr schafft es direkt vor der Altstadt, immer entlang der Bachaue, durch verschiedene Freiräume bis in die Natur zu finden. Zusätzlich sind verschiedene Themenparks geplant. Unter anderem soll eine ehemalige Mülldeponie in eine Parklandschaft und einen Veranstaltungsort verwandelt werden. Ich kann mir vorstellen, dass Neustadt an der Weinstraße jubelt entsprechend groß war. Wir sprechen mit Bernhard Adams, er ist der Baudezernent dort. Wie war das bei Ihnen? Was ging in Ihnen vor, als die Entscheidung verkündet wurde?
Ja, also uneingeschränkte Glücklichkeit und Zufriedenheit, großer Stolz. Wir haben sehr viel investiert in diese Bewerbung, sehr lange auch daran gearbeitet, schon durch Grunderwerbe und konzeptionelle Vorarbeiten. Und wenn das jetzt wirklich Früchte trägt und man am Ziel ist, das ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl. Am Ziel sind Sie ja noch lange nicht. Es sind ja noch 5 Jahre bis dahin, 2027, aber das sind 5 kurze Jahre. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte, die Sie dann auch bald angehen müssen? Ja, also zunächst mal wird mit dem Land gemeinsam eine Projektgesellschaft gegründet. Wir müssen auch die Finanzierung so verbindlich klären, dass wir die haushaltsmäßig beplanen und verankern. Und der planerisch nächste Schritt ist auf jeden Fall die Auslobung eines Realisierungswettbewerbs. Das, was wir eingereicht haben, ist ja quasi eine Machbarkeitsstudie. Und jetzt sollen Landschaftsarchitekten sehr konkret sagen, was man daraus macht, was wohin kommt. Und da wird sich bundesweit ein Teilnehmerfeld für interessieren. Und dann wird auch ziemlich klar sein, was zumindest die anvisierten Kosten sein werden. Aber das ist natürlich dann immer auch so eine Frage. Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir auch wissen, Kosten können ja auch weiter steigern oder sich steigern, auch aufgrund der dynamischen Verhältnisse in der Welt. Mit was für einem Volumen rechnen Sie denn da momentan? Ja, also 25 bis 30 Millionen. Wir bekommen aber in erheblichem Umfang Fördermittel des Landes. Das sind 8 Millionen im Kernhaushalt Landesgartenschau und sehr viele flankierende Töpfe, sodass ich davon ausgehe, dass wir mit 4 bis 6 Millionen auf Seiten der Stadt Neustadt beitragen müssen. Das können wir uns aber auch leisten. Können Sie sich leisten, sagen Sie, und Geld, das natürlich auch auf der anderen Seite irgendwie wieder reinkommen soll. Eine Landesgartenschau hat natürlich auch die Aufgabe, ein Tourismusmagnet zu sein, also Menschen entsprechend in oder nach Neustadt und in die Region drumherum zu bringen. Was erhoffen Sie sich denn davon? Welche Impulse, die dann von der Landesgartenschau ausgehen werden? Ja, also Neustadt ist als Weinbaumetropole bekannt. Wir profilieren uns gerade zusätzlich noch als Demokratiestadt und Demokratiestandort, gerade mit unserem Hambacher Schloss. Und ich denke, der Bekanntheitsgrad auch über die engere Region hinaus wird schon nochmal steigen. Und wir schaffen halt Naherholungsflächen, die auch ihren touristischen Wert entfalten. Wir haben natürlich mit diesem Deponieberg in dem Bewerbungsgelände auch wirklich ein Highlight, also ein Landmark und ein Aussichtspunkt, den man auch ansteuern wird, weil man von dort aus auch einen wunderschönen Blick hat auf die Rheinebene, auf die Weinstraße und auf den Hartrand. Ist das vielleicht auch gerade so der Bringer gewesen in der Bewerbung, eben dieser Deponieberg, der umgestaltet werden soll, gerade wenn wir auch so das Thema Nachhaltigkeit und Umwidmung in der Natur bedenken? Ich denke, die Bewerbung hat genau richtig, ja, die hat in die Zeit gepasst. Wir haben einerseits Themen Renaturierung, dem benachbarten Gewässer, dem Speyerbach, mehr Raum geben. Ja, mit Blick auf unsere Niederschlagsszenarien auch ein wichtiges Thema. Wir haben Entsiedlungsmaßnahmen mit drin zur Minderung der Aufheizung von unserem Stadtraum. Und wir haben diesen Hausmüllberg, der natürlich schon also 10 Jahre brach liegt und insofern auch alles standfest ist, den man jetzt aber auch eine sinnvolle Nutzung zuführen kann. Und das ist auch eine Motivation für unser Cradle-to-Cradle-Konzept, was wir mit der Gartenschaubewerbung verbinden. Heißt, wir wollen auch so investieren, dass die Wertstoffe, die Produkte, die wir einsetzen, auch wiederverwertbar sind. Es sind natürlich nicht immer alle Menschen Feuer und Flamme, wenn es um solche Großprojekte geht. Wie glauben Sie denn jetzt noch diejenigen, die zweifeln oder Zweifel haben, überzeugen zu können? Gut, also es ist ein nachhaltiges Projekt, ja. Wir machen es jetzt ja nicht für 2 Wochen irgendwo ein Fest, Haufen Geld verausgabt und dann zieht die Karawane weiter, sondern da bleiben ja Investitionen in die Stadtentwicklung, in Strukturen, die den benachbarten Stadtvierteln und der Innenstadt insgesamt zugutekommen. Und das Ganze bei einem Finanzierungsrahmen, der doch irgendwo noch überschaubar ist. Also keine Monstrositäten. Und von daher haben wir bisher auch kaum negative Stimmen gehabt und eigentlich keinen Gegenwind. Wir haben auch kommunalpolitisch alle Beschlüsse einstimmig gefasst. Ich erwarte jetzt gar nicht so denn die Kontroverse. Und wir werden das ganze Projekt natürlich dann auch begleiten in den nächsten Jahren. Herr Adams, danke Ihnen. Alles Gute dafür. Grüße nach Neustadt an der Weinstraße. Vielen Dank. Deshalb finde ich es trotzdem, das haben wir kurz vor der Sendung geführt und den Mann, den Sie jetzt gerade hier hören, das ist ja, Bild stört. Also wir wollen gleich noch auf die Adler Mannheim schauen, denn da ist einiges los gewesen.
Pavel Groß, der Trainer, das haben Sie mitgekriegt, ist es nicht mehr, sondern heute dann die Vorstellung eben von Bill Stewart. Da schauen wir gleich drauf. Vorher gibt es aber noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion und die fassen Carla Krämer, Lara Pressler und Marius Cimczak zusammen. Endlich wieder Wurstmarkt. Der Festausschuss der Stadt Bad Dürkheim hat heute bekannt gegeben, dass der Wurstmarkt im September nach 2 Jahren Pandemiepause wieder stattfinden soll. Trotz der unübersichtlichen Corona-Lage ist der Ausschuss der Meinung, entweder findet das Fest ohne Beschränkungen statt oder gar nicht. Bis Juli ist es laut Aussagen der Stadt noch möglich, das Event abzusagen. Das Ziel bleibt jedoch, dass das größte Weinfest der Welt vom 9. bis zum 19. September stattfinden kann. Neue Räume für Schüler. Jetzt geht es in die heiße Phase und zwar mit dem Neubau des Ganztagsgymnasiums in Osterburgen. Mit dem Spatenstich wird das Lernen in der Stadt auf ein neues Level gehoben. Es wird 3 neue Gebäudekörper geben entlang der Helmsbacher Straße hier in Osterburgen, die das GTO dann aufnehmen werden. Wir sind damit wirklich für die Zukunft gerüstet für einen modernen, gebundenen Ganztagsbetrieb, für digitalen Unterricht, für Präsenzunterricht, für ganz neue Formen, wie man miteinander umgeht. Ich freue mich wirklich drauf und alle freuen sich. Gerodet wurde das Gelände zur Vorbereitung schon und auch erste Abbruch- und Erdarbeiten gab es vorab. Die Baumaßnahme ist bis jetzt das größte kommunale Schulbauprojekt des Neckar-Odenwald-Kreises. Das Schuljahr 2024/2025 soll bereits im Neubau beginnen. Schwitzen für den guten Zweck. Bei der integrierten Gesamtschule Herzogenried in Mannheim wurde heute ordentlich Sport gemacht und das für den guten Zweck. Die Idee dabei? Ein Spendenlauf zugunsten der Ukraine. Eine Runde war 600 Meter lang. Pro Runde wurden mindestens 50 Cent gespendet. Wir spenden das Geld an den Verein Mannheim hilft ohne Grenzen. Und der hat rege Kontakt zu einer Stadt in der Ukraine, zu Tschernowitsch, die jetzt noch momentan nicht direkt vom Krieg betroffen ist, aber sehr, sehr viele Flüchtlinge schon aufgenommen hat aus dem ganzen Land. Und da ist das Geld sicher sehr gut aufgehoben momentan. Gelaufen wurde von 8 bis 16 Uhr. Übrigens, der Unterricht ist natürlich nicht ausgefallen. Jede Klasse hatte 45 Minuten Zeit, so viel Geld zu sammeln, wie sie können. Geld und Sport, das ist auch das Thema beim 1. FC Kaiserslautern. Der hat nämlich einen neuen Geldgeber, die Pacific Media Group, PMG. Die wird mit knapp unter 10% einsteigen, nämlich bei der Spielbetriebs GmbH des 1. FC Kaiserslautern. Und die kennt man auch schon aus dem Sportgeschäft. Die waren und sind bei Vereinen unter anderem aus England, Frankreich, Dänemark und der Schweiz aktiv. Aber wie hoch die Summe ist, darüber hat der FCK erstmal keine Angaben gemacht. So, und wir haben gerade eben schon drauf geteasert, die Adler Mannheim. Ich glaube, ich habe gesagt, wir haben eben Bill Stewart gehört. Natürlich haben wir Daniel Hopp gehört, aber wir wollen Bill Stewart auch gleich hören, den neuen Trainer bei den Adler Mannheim. Moritz Voss hat sich nämlich mit ihm unterhalten. Aber erst nochmal die Geschichte von vorne. Pavel Groß ist es ja nicht mehr der Cheftrainer bei den Adlern, sondern jetzt hat nämlich auch der Neue die erste Einheit geleitet. Heute war es dann auch soweit mit seinen Kollegen. Und da wollen wir nämlich drauf schauen. Es ist ja kein Unbekannter, Bill Stewart, bei den Adlern. 2001 hatte er mit ihnen schon den deutschen Meistertitel geholt. 2017 schon mal interimsweise übernommen und heute dann mit Marcel Gotsch und Jochen Hecht das erste Training geleitet. Morgen steht bereits das nächste Spiel an und auch bis zu den entscheidenden Playoffs bleiben nur noch 3 Partien. Bill Stewart sagte heute dann auf der Pressekonferenz, dass der Fokus jetzt vor allem darauf liege, dass der Spaß wieder in die Mannschaft kommt. Wenn es dann mannschaftlich, wenn nicht die Erfolge da sind, die man erzielen will, dann überlegt man noch mehr. Und ich denke, da müssen wir ein bisschen arbeiten. Die Jungs natürlich auch an sich, die müssen zurück zu ihren Stärken und wissen, was sie können. Und du, das ist kein Saisonstart, ja, aber es ist ein Start von was Neuem. Wir haben nicht viel Zeit bis zu den Playoffs. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Gespräche führen und die Jungs auf den richtigen Pfad führen. Wir haben allen erklärt, was sie zu tun haben. Du hast immer deine Stürmer, deine Spieler, die in Überzahl und Unterzahl spielen. Aber wir müssen auch das gesamte Teamspiel verbessern. Wir werden ein paar Anpassungen vornehmen. Das Wichtigste ist, dass alle am selben Strang ziehen. Jetzt machen wir es richtig sauber. Also, Bill Stewart haben wir gerade eben gehört. Und nun gibt es den Mann, den Sie eben schon gesehen haben, Daniel Hopp, nämlich auf der Pressekonferenz am Mikrofon von Moritz Voss. Nach 4 Jahren springt also wieder Bill Stewart bei den Adlern ein. Herr Hopp, woran ist denn schlussendlich der Weg, die Ära, die man mit Pavel Groß bestreiten wollte, gescheitert?
Ja, gescheitert ist es sicherlich in den letzten Wochen. Wir haben eine zunehmend absteigende Tendenz in den Leistungen. Und wenn man sich gerade die letzten zwei, drei Spiele anschaut, wir haben mit 7/7 kein Tor geschossen. Es ist einfach, glaube ich, zu sehen gewesen, dass ein Stück weit große Verunsicherung in der Mannschaft herrscht und die Ergebnisse stimmen nicht. Und deshalb haben wir uns jetzt zu dem Schritt auch gezwungen gesehen. Waren es dann auch wirklich schlussendlich nur sportliche Gründe oder lag es auch am Zwischenmenschlichen mit dem Team oder gegebenenfalls auch eben an den Corona-Äußerungen, die Pavel Groß vor 3 Monaten getätigt hatte? Naja, das Corona-Thema, das haben wir vor 3 Monaten ad acta gelegt. Das hat überhaupt nichts mit dem sportlichen Bereich zu tun. Ich denke, man kann sich als erwachsene Männer auch mal auseinandersetzen über so ein Thema. Das hat überhaupt nichts mit dem Sport zu tun. Aber am Ende zählen Ergebnisse und es zählt Auftritte der Mannschaft und die haben leider in den letzten Wochen Bände gesprochen und die Situation hat sich immer mehr dramatisiert und deshalb musste diese Entscheidung getroffen werden. Warum hat man sich schlussendlich für den Zeitpunkt der Entlassung jetzt quasi entschieden, 3 Spiele vor Schluss? Ist das nicht etwas unglücklich im Hinblick darauf, was man noch erreichen will in den Playoffs? Es ist nicht unglücklich, es ist einfach die Situation, man tut sich ja auch mit einer Entlassung von einem Trainerteam, die hier eine Meisterschaft gewonnen hat, die im Jahr darauf Zweiter wurde mit der abgebrochenen Hauptrunde, letztes Jahr im Halbfinale. Sowas schmeißt man ja nicht einfach mal weg. Ja? Und von daher finde ich, das muss man schon gut durchdenken. Natürlich ist es spät, klar, aber wir haben jetzt hier 3 Coaches an der Bande stehen. Die kennen die Mannschaft, die kennen die ganze Saison, die haben die ganze Saison verfolgt, die sind eng mit dem Club verbunden. Wir haben, wie gesagt, 3 Spiele, dann haben wir eine Woche Zeit, um uns auf die Playoffs vorzubereiten. Und dann, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Zurückblicken bringt nichts mehr. Wir wollen noch was erreichen, wir können was erreichen, die Mannschaft hat das Potenzial. Wie wichtig wird diese Woche sein, die Sie angesprochen haben? Die Pause, die eine Woche Pause, die man dann hat, wie wichtig wird die sein für den Beginn der Playoffs? Die hilft natürlich, um Abläufe neu zu justieren, auch Selbstvertrauen zu steigern. Jetzt spielen wir morgen zu Hause gegen Krefeld, das ist ein wichtiges Spiel und wir brauchen jetzt natürlich jeden Tag. Aber man merkt, die Energie ist zurück in der Kabine und Bill hat es ja auch gesagt, die Jungs haben Spaß auf dem Eis gehabt heute im Training und ich bin guter Dinge. War das auch genau der Grund, kommen wir jetzt auf den Interimstrainer zu sprechen oder beziehungsweise allgemein das Trainermodell mit Marcel Gotsch noch und Jochen Hecht, weshalb man diese Spieler ausgewählt hatte, nah am Team, kennen die Mannschaft, kennen den Club? Auf jeden Fall, jemand jetzt ins kalte Wasser zu werfen, der die Mannschaft nicht kennt und den Club nicht kennt, das wäre niemand gegenüber fair. Und wie gesagt, alle 3 arbeiten für uns, Bill und Jochen als Scout, Marcel als war sowieso schon im Trainerteam dabei und das ist die ideale Konstellation. Es ist auch ehrlicherweise die einzige Konstellation, die eine Chance hat, Erfolg zu haben. Und diese Chance, die wollen wir am Schopfe packen. Was erwarten Sie denn jetzt von der Mannschaft? Was kann man erwarten? Die Meisterschaft, Finale, Halbfinale, was erwarten Sie selbst? Ja, ich glaube, das wäre ein Fehler in unserer Situation, jetzt über irgendwie ein Platzierungsziel zu sprechen. Wir müssen uns jetzt schnell finden, konsolidieren. Die Jungs müssen das System vom Bill schnell verinnerlichen, müssen vor allen Dingen laufen und Laufbereitschaft und Kampfbereitschaft zeigen. Und dann, wenn die Automatismen und der Instinkt der Jungs, der Positive, zurückkommt, dann werden wir auch Erfolg haben. Kommen wir nochmal auf die neue Saison zu sprechen. Was muss denn der neue Trainer mitbringen? Muss er DEL erfahren sein? Was für ein Typ muss da quasi an die Bande? Das ist eine Frage, mit der wir uns jetzt wirklich heute und auch die nächsten 2 Wochen sicherlich nicht beschäftigen werden. Es geht jetzt darum, dass wir die Mannschaft wieder auf Spur bringen, dass die Jungs marschieren und die Fragen, wer dann im nächsten Jahr übernimmt. Das ist jetzt alles ganz neu. Das ist gerade ein bisschen mehr als 24 Stunden her und wir werden uns mit der Frage natürlich beschäftigen, aber dann, wenn es soweit ist und das ist nicht heute und nicht morgen. Generell vielleicht nochmal abschließend, worauf wird es denn ankommen? Die Berliner und die Münchner sind den Adlern momentan enteilt. Worauf wird es denn auch dann in dem kommenden Jahr drauf ankommen, dass man wieder auf Augenhöhe sich mit den Mannschaften begibt? Ja, ich würde mal sagen, im Moment sind uns auch andere Teams enteilt. Bei den Leistungen der letzten Wochen sind es nicht nur die 2. Wolfsburg ist Tabellenzweiter. Andere Mannschaften, Straubing hat uns überholt. Also nochmal, es geht jetzt darum, dass wir uns finden, dass wir als Mannschaft wieder auftreten und dass wir mit Selbstvertrauen und mit dem Gewinnerinstinkt auch wieder spielen. Das ist in der Mannschaft drin, das hat so oft genug während dieser Saison gezeigt. Und Bill hat es gesagt, die Fitnesslevel ist da. Und natürlich sind Anpassungen notwendig, auch über den Sommer. Aber das werden wir analysieren und werden aber jetzt uns unsere ganze Kraft und unsere ganze Energie
in die jetzige Saison stecken, weil es ist noch einiges drin, es ist noch einiges zu holen. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke. Findungsphase, also bei den Adlern. Jakob hat gesagt, weil ich mich hier gerade so richtig schön hingelümmelt habe, bleib einfach so liegen, mache ich auch. Und ist vielleicht auch so ein kleiner Hinblick auch schon auf das nächste Thema, denn manche lehnen sich wirklich zurück, was beispielsweise die Steuererklärung angeht. Aber es gibt ja Apps, die da richtig helfen sollen. Wir haben den Test gemacht, das gibt's gleich. Da sind wir zurück bei Ron. Ja, und wenn es um die Steuererklärung geht, da sind manche absolute Weltmeister im Prokrastinieren. Ne? Das schiebt man einfach gerne irgendwie vor sich weg bis zum letzten Tag. Aber es gibt Apps, die einem da richtig helfen können. Zwei der bekanntesten haben wir mal getestet und zeigen, wie viel Geld es zurückgibt und für wen die vielleicht nicht so geeignet sind. Sind wir nicht alle ein bisschen wie Franzi und Lars, wenn es ums Thema Steuererklärung geht? Anstrengend. Anstrengend, ja. Dennoch machen beide heute für uns den Steuercheck mit diesen zwei Apps, Taxfix und Steuerbot. Wir gucken dabei auf die Zeit, Steuererstattung sowie Handhabung. Also meine Erwartungen an die Apps sind eigentlich, dass sie mich viel einfacher und schneller durchleiten, dass ich nicht so viele Fragezeichen über meinem Kopf habe. Die Nutzung der Apps ist erstmal kostenlos. Gezahlt wird erst, wenn die Daten direkt ans Finanzamt übermittelt werden sollen. Das wären für Franzi und Lars bei Taxfix als Paar rund 60 Euro und bei Steuerbot rund 30. Die elektronische Lohnsteuerbescheinigung kann einfach abfotografiert werden. Ansonsten stellen die Apps Fragen, sammeln Infos und rechnen automatisch im Hintergrund. Wann habt ihr geheiratet? Na, weißt du es noch? Im Sommer. So, was hast du für Schreibwaren ausgegeben? Da müsst ihr jetzt alles zusammenrechnen. Hilfestellungen und Erklärungen liefern beide Apps. Im Vergleich kann Steuerbot aber etwas mehr überzeugen. Ja, ich fand's übersichtlicher. Also, das Durchleiten war einfacher. Nach ca. 30 Minuten pro Person ist es für Franzi und Lars geschafft. Und wie viel Geld bekommen sie zurückerstattet? Dazu gleich. Vorher holen wir noch einen Steuerexperten mit ins Boot. Steuerberater Lars Albori, der uns direkt schon mal überrascht. Ich halte von den Apps viel, weil es dann die Leute niederschwellig einfach dazu bringt, überhaupt mal sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen. Und weil sie einen Überblick bekommen, ob es sich lohnt, eine Steuererklärung abzugeben oder nicht. Und wenn meine Steuererklärung simpel ist und ich habe keine hochkomplizierten Probleme und man möchte Geld sparen beim Steuerberater oder beim Lohnsteuerhilfeverein, dann macht man das selber und dann ist so eine Steuer-App super. Natürlich erstellt auch unser Experte eine Steuererklärung für die beiden. Seine Fragen unterscheiden sich im Wesentlichen nicht zu denen der Apps. Der Zeitaufwand liegt auch bei fast einer halben Stunde pro Person, aber das Ergebnis überrascht. Trotz der hohen Kosten lohnt sich im Fall von Franzi und Lars die Investition in den Steuerberater am meisten. Mit ihm zusammen bekämen sie voraussichtlich um die 1.800 Euro zurückerstattet. Abzüglich der 500 Euro für den Steuerberater blieben ihnen so 1.300 Euro mehr im Portemonnaie. Bei den Apps wären es immerhin um die 700 bis 850 Euro. Unser Steuercheck zeigt also, niemand muss stundenlang im Papierkram versinken oder erst Steuerrecht studieren, um im besten Fall eine schöne Summe vom Finanzamt zurücküberwiesen zu bekommen. Ja, wunderbar. Also ich bin froh, dass wir in Sachen Wetter zumindest unsere Experten fragen können aus der Wetterredaktion. Denn wenn ich da irgendwelche Vorhersagen mache, das geht in die Hose. Hier sind die Aussichten. Der Frühling schwächelt ganz schön. Am Mittwoch erwartet uns die meiste Zeit eine graue Wolkendecke mit nur wenigen sonnigen Lücken. Zudem beginnt der Tag bereits verbreitet nass. Den Regenschirm sollten wir also parat haben, denn erst zum Abend lassen die Schauer nach. Dazu bekommen wir schon einen Schwung kühlerer Luft zu spüren. Mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad wird es deutlich kühler als zuletzt. Am Donnerstag geht es durchwachsen weiter mit etwas Regen. Die Sonne macht sich zudem weiter rar. Der Freitag bringt uns einzelne Schauer und zeitweise auch Schneeschauer bis in tiefe Lagen. Die Temperaturen liegen dabei nur noch bei maximal 7 Grad. Die Aussichten zum Wochenende versprechen meist trockenes Wetter und ein paar mehr sonnige Anteile. Und nicht nur das, also ich habe es vorhin nur mit einem Ohr ein bisschen mitgekriegt, Jakob. Ich glaube, du weißt da aber ein bisschen mehr, was die Aussichten angeht. Es soll auch wieder ein bisschen... Ja, der Sahara-Staub, der kommt schon wieder. Ich habe gedacht, den gibt es nur einmal im Jahr. Jetzt kommt der schon wieder. Gerade das Auto geputzt. Sahara-Staub ist nicht Weihnachten, mein Lieber. Warst du betroffen oder hast du schon alles richtig gemacht? Also, ja, doch.
da hängt schon einiges da irgendwie rum und drauf und überall. Aber ich hab nicht gedacht, dass es so wild wird. Aber gut, jetzt schauen wir mal, was diesmal kommt. Richtig. Eins kann ich garantieren, uns gibt's morgen wieder um 18 Uhr. Schalten Sie ein hier bei Ron. Wir freuen uns auf Sie. Tschö. Tschö. Gleiche Besetzung. Bestimmt.